Seeds sind Kombinationen aus Nummern und Buchstaben, mit denen man jede beliebige Minecraft-Welt erstellen kann. Meistens werden wunderschöne Welten kreiert, doch manchmal sind die Ergebnisse beängstigend oder die Welt crasht. Und genau deshalb testen wir heute die gruseligsten Seeds in Minecraft, damit ihr es nicht selber machen müsst. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da alles gesehen habe. Okay, Freunde, wir starten rein mit dem ersten Seed und ihr seht schon, ich bin hier gerade bei Einzelspieler und kann jetzt hier den Seed eingeben. Wer von euch nicht weiß, was ein Seed ist, man kann jetzt irgendwelche Zahlen eintippen und dann spawnt man genau an dieser Stelle. Das heißt, wenn ihr zu Hause die ganzen Sachen auch ausprobieren könnt, könnt ihr sie bei Einzelspieler einfach mitmachen, damit ihr auch seht, dass hier nichts gefaked ist oder so, Freunde. Aber ich sag euch ehrlich, ich bin übelst gespannt, denn wir starten jetzt mit dem allerersten Seed und zwar Thanatophobia, Freunde. Und das heißt so viel wie Todesangst. Denn in diesem Seed soll die Minecraft-Welt alles dafür tun, damit man stirbt. Und ja, Freunde, das hört sich schon echt übertrieben gruselig an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das klappt, aber wir werden es heute ausprobieren, Freunde. Aber bevor wir jetzt draufklicken, Freunde, damit ihr seht, dass hier nichts fake ist, ihr könnt das alle zu Hause ausprobieren. Minecraft Seeds kann bei Einzelspieler jeder von euch eingeben. Das ist kein Server oder irgendwas. Wir sind hier gerade auf der Minecraft-Version 1.19.2. Ihr seht es hier unten auch nochmal eingeblendet, Freunde. Ein paar Mods sind geloadet, aber das ist hier, wie gesagt, nur wegen YouTuber-Insel. Das hier war die YouTuber-Insel damals. Aber okay, wir labern nicht lang drum herum. Wir geben jetzt ganz schnell hier nochmal alles ein. Machen auf kreativ. Thanatophobia. Und ich klicke jetzt drauf. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, Freunde. Eine Welt, die uns die ganze Zeit probiert umzubringen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber das ist auch... Es kann halt auch fake sein, ne? Ich probiere es halt nur aus. Ich habe das selber bei ganz, ganz vielen anderen YouTubern gesehen, dass die so Seeds auch ausprobieren. Da dachte ich, da muss ich auch mal mitmachen. Okay. Okay, Freunde, wir sind jetzt connected. Das ist schon mal eine Schneewelt. Hier sind überall große Eisberge. Ein paar Bäume. Okay, aber noch höre ich nichts Gruseliges. Ich mach kurz Sound laut. Okay. Ich sag euch ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Angst, ne? Okay, da hinten ist ein Schiffswrack. Sagen, wir laufen mal ein bisschen hier rum. Hä? Warum liegen hier Sachen? Das macht gar keinen Sinn. Es kann niemand auf dieser Welt gewesen sein, Freunde. Ich bin im Einzelspielermodus. Und ich habe die Welt gerade neu generiert. Warum ist hier schon irgendwas kaputt? Okay, wahrscheinlich nur wegen der Ziege. Ich sag's euch ehrlich, ne? Okay, wir gucken uns mal ganz kurz ein bisschen die Gegend an. Aber was genau soll jetzt probieren, dass wir hier irgendwie draufgehen, Freunde? Okay, wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz meine Mods runter. Einfach nur zur Sicherheit. Kein Shader, kein Mod, kein gar nichts. Okay, Freunde, Mods sind alle runter. Shader ist aus. Wir sind wieder drin. Es hat inzwischen angefangen zu schneien. Und ich würde sagen, okay, wir geben uns ganz kurz noch schnell Essen. Zack, zack, zack. Und dann gehen wir auch schon direkt aus dem Game-Mode raus, Freunde. Weil falls die Welt uns wirklich irgendwie Schaden zufügen will, dann kann sie das ja nicht, wenn wir im Kreativmodus sind. Okay, Sounds mache ich auch mal lauter, falls wir irgendwas hören. Aber hier ist halt gar nichts. Hier oben ist halt nur normaler Boden und sowas. Was ganz genau soll uns hier irgendwie Schaden zufügen? Außer Eisbären oder so? Freunde, ich weiß nicht. Oh, da oben ist ein Villagerdorf. Okay, wir gehen mal ganz kurz zum Villagerdorf, Freunde. Hä? Habt ihr das gerade gehört? Okay, irgendwas hat hier gerade Geräusch gemacht. Okay, wir gehen mal ganz kurz darüber. Warum ist da so eine Hütte ganz unten? Okay. Wir gehen mal rein. Einfach ein leeres kleines Iglu, okay. Hä? Bro, ich hab mich gerade voll erschrocken! Junge, ich hab mich gerade voll erschrocken! Junge, mach doch nicht so mit mir! Wo geht der hin? Freunde, also irgendwas ist hier komisch. Okay, wir gehen dem Villager mal nach. Freunde, wir gehen mal hoch ins Dorf. Sieht mir nach einem ganz normalen Dorf aus.
Bro! Was? Da war Pulverschnee. Ja, Bro, was soll ich jetzt machen, wenn da Monster sind? Bro. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken, Freunde. Okay, okay, warte, Freunde. Ich probiere den gerade mal mit der Hand wegzumachen. Okay, okay, wir haben ihn. Freunde. Okay, ich höre noch mehr Zombies. Bro, da oben ist komplett Pulverschnee. Das ist eine Falle, 100%. Erst recht genau vorm Haus. Kein Villager kann jemals in dieses Haus rein. Wie soll das denn klappen? Hä? Ist das ein Kreuz? Ey, Freunde. Ist das random gespawnt? Game Mode. Creative. Nachtsicht. Okay, Freunde, wir machen sonst mal kurz ein bisschen heller. Damit wir mal in Ruhe gucken können. Game Mode. Survival. Okay. Freunde, das ist einfach. Das ist einfach ein Kreuz. Okay. Was will die Welt uns damit sagen? Oh, what the. Okay, wir gehen nach oben, wir gehen nach oben. Guck mal, dieser Zombie wird safe jetzt auch wieder runterfallen. Ey, sowas hatte ich noch nie. Normalerweise bei Pulverschnee sind da ganz viele Schichten. Man fällt übel langsam runter. Und hier ist halt genau eine einzige. Okay, warte. Was ist in diesem Haus? Okay, was zu essen. Irgendwas ist hier komisch. Wo sind die ganzen Villager? Hallo? Freunde, wir machen uns mal ganz kurz eine Eisenaxt. Ich sag euch ehrlich, normalerweise brauche ich Rüstung oder so. Aber wo sind alle Villager? Okay, da waren wir schon in dem Haus. Können wir hier drüben gucken? Hey, sind überall leere Betten. Hier vielleicht? Hä? Hallo? Schon wieder? Wie kommt die Kuh da rein? Okay, Freunde, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hä? Habt ihr es gerade gehört? Hä, da war doch gerade ein Villager-Sound. Freunde, bin ich gerade lost? Okay, was soll's, Freunde. Wir gehen aus dem Dorf raus. Nicht wieder über die Falle. Ja, da sind wieder Zombies unten drin. Da fallen wir nicht drauf rein. Und da gehen wir weg. Weg. Okay, wir suchen einfach mal, was es hier noch so gibt, Freunde. Ah, Pulverschnee, Bro. Bro! Junge, was ist das für eine Welt? Junge, sind überall irgendwelche Fallen. Das kann doch kein Zufall sein, dass der Seed Todesangst heißt. Und man hier überall irgendwo eine Falle reintritt. Freunde, ich komme nicht klar. Und dann spawnt man hier wieder, wo wir am Anfang gespawnt sind. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Seed los ist. Aber irgendwas ist hier. Irgendwie ist der verflucht. Aber wie gesagt, gebt das Ganze ein und probiert es einfach mal selber aus. Okay, Freunde, weiter geht's mit Seed Nummer 2. Und dieser ist dafür bekannt, dass es dort unmögliche Blöcke gibt. Unter anderem wurde dort ein Schwein-Spawner gesichtet, was ohne Mods gar nicht möglich ist, weil sowas gibt's überhaupt nicht. Man hat wohl ein Nether-Portal gefunden ohne Obsidian, was, also es kann ja gar nicht funktionieren. Und Freunde, noch vieles mehr. Und ich frage mich nur eine Sache, wie kann das funktionieren? Ihr seht es gerade im Hintergrund, Freunde, wir sind komplett, ich habe wieder alles neu aufgesetzt, in der 1.16 Fabric, ohne auch nur einen einzigen Mod. Und wir klicken jetzt auf Einzelspieler. Erstellen uns eine neue Welt und zwar mit folgendem Seed, Freunde. 1888, 3, 9 und so weiter. Ihr seht es gerade im Hintergrund, weil genau bei diesem Seed wurde das halt alles so gesichtet. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum. Spielmodus kreativ, damit wir wieder rumfliegen und so können, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr die Sachen nachmacht. Und wir starten rein. Neue Welt erstellen. Oh mein Gott, das ist so krass, Freunde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es sind halt Seeds. Wir spielen ja keine Mods, das kann jeder mit jeder Minecraft-Version selber ausprobieren. Okay, wir kommen hier irgendwo rein. Hier sind schon mal relativ viele Kühe. Okay, was geht, Kuh? Hast du vielleicht irgendwas gesehen, was hier nicht hingehört? Moller, der Trimax hier. Ja, okay. Freunde, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal nach oben
und schauen erstmal, ob sich hier irgendwas ungewöhnlich verhält oder ungewöhnlich aussieht. Aber auf den ersten Blick... Okay, ich habe jetzt nicht mal eine Zoom-Mod oder so. Das hatte ich eben noch schnell installiert bei dem ersten Seed. Aber Freunde, auf den ersten Blick sieht hier alles normal aus. Okay, da unten fliegt eine Biene rum. Hier geht's direkt ins nächste Biom, was schon echt ganz geil aussieht. Okay, da hinten ist Sumpfbiom. Da hinten ist Schneebiom. Anscheinend gibt es hier eine ganze Menge Biome. Aber trotz alledem sieht eigentlich alles normal aus. Ich habe nur in einem YouTube-Video gesehen. Ich glaube, dass man hier in diese Richtung soll. Ja, okay, genau in die Richtung, Freunde. Ich würde sagen, ich fliege mal gerade ein bisschen rum und wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen rumgeflogen und bin die ganze Zeit hier vorbei. Und es waren die ganze Zeit übelst viele Schweine hier. Die Frage ist, warum? Okay, wir probieren mal ganz kurz aus. Ich töte mal die Schweine. Game Mode Survival. Und wir schauen mal, ob sie wiederkommen. Weil dann heißt es eventuell, dass der Schweinespawner hier ist. Weil wie gesagt, das ist mir bekannt oder das habe ich so auf Google auch gefunden, dass hier bei dem Seed irgendwo ein Schweinespawner sein soll. Okay, irgendwas fliegt da hinten. Müssen wir gleich... Oder ist das ein Dorf? Ich kann nicht ranzoomen, Freunde. Müssen wir gleich auch nochmal gucken. Aber okay, sieht nicht... Bro! Okay, niemals im Leben. Niemals im Leben. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schweine. Bro, vor 10 Sekunden war ich nicht ein einziges. Das kann nicht real sein. Warte mal. Okay, Freunde, wir machen mal Sounds ganz, ganz hoch. Ich weiß nicht, kann man irgendwie Blöcke, Spawner hören? Warte, ich töte mal gerade die Tiere, dann können wir besser hören, Freunde. Niemals im Leben. Es gibt keine Schweinespawner. Das kann nicht wahr... Also, es kann nicht sein. Außer es hat sich jemand in Minecraft gehackt oder so und hat das hier bei dem Seed reingemacht. Okay, Freunde, ich gebe mir mal ganz kurz Game Mode eine Pickaxe. Okay, Netherite. Oder komm, wir machen es einfach damit. Ich glaube, hier drunter ist irgendwo direkt eine Höhle. Hä? Hier ist direkt eine Höhle. Warte. Game Mode, Spectator. Da. No. Bro, da sind zwei Spawner! Was? Das ist ein Schweinespawner, wirklich? Niemals. Ach, Bro, das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Warte, 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 warte. Nachtsicht. Ihr denkt alle, ich fake das Video, Freunde. Ihr denkt jetzt alle 100%. Was? Okay, den machen wir mal weg. Freunde, alleine, dass zwei Spawner nebeneinander sind, ist schon so gut wie komplett unmöglich. Aber ein Schweinespawner? Und dann erst recht, ist hier überhaupt eine Höhle oder sowas? Der ist einfach random mittendrin. Hier ist keine Höhle, nix. Warte. Okay, hier ist eine Höhle. Ja, aber die geht halt nicht da recht dran vorbei. Und genau hier waren wir gerade. Mit den ganzen Schweinen. Niemals im Leben. Es kann nicht sein, Freunde. Das gibt's nicht in Minecraft. Und jetzt spawnen hier auch noch Schweine. Bro, niemals. Alter, was zur Hölle? Okay, bevor mir jetzt alle in die Kommentare schreiben, Freunde, ich mach jetzt live. Pass auf, ich mach meinen Bildschirm. Minecraft weg. Das hier ist die Version, die ich jetzt gerade am zocken bin. 1.16, das, was wir gerade zocken. Ordner öffnen. Ich habe keinerlei Mods drin, außer halt Fabric, Freunde, damit es funktioniert. Gar nichts. Safe, hier ist nur die Welt. Ich weiß nicht, was ich anklicken soll, damit ihr es mir glaubt. Ich habe hier keine Mods, kein gar nichts drin. Ich starte Minecraft jetzt mit euch zusammen. Ich lasse es komplett uncut drin. Freunde, das geht nicht. Es gibt keine Schweinespawner. Das gibt es gar nicht in diesem Spiel. Wie kann das funktionieren? Also selbst im Kreativmodus, man kann das ja nicht abbauen oder irgendwas. Wobei, das werden wir jetzt probieren. Mit Silk Touch und keine Ahnung was. Aber Freunde, es ist unmöglich. Okay, ich starte Einzelspieler, gehe wieder rein. Ihr seht, es ist da, ohne Mods. Und schon wieder neue Schweine. Bro, es kann, es... Ich bin gerade, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, warte. Wir machen mal ganz kurz, so wie es auch mit normalen Spawnern klappt, Freunde. Fackeln drumherum, damit nichts spawnt. Okay, hier sind zwei Kisten mit bisschen random Stuff. Okay, 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 ich mache hier mal zu.
So und so. Okay, Freunde, die machen wir kurz weg. Feuerzeug. So, alles zugemacht, Freunde. Ich komme nicht drauf klar. Da ist einfach ein Schweinespawner, Freunde. Okay, eine Sache habe ich noch gesehen auf YouTube. Und zwar, wenn man jetzt noch einen Dropper darunter setzt, ups, dann sollen da auch noch random Sachen kommen. Wie kann ein Block denn Sachen droppen, Bro? Wie geht das? Okay. Freunde, jetzt habe ich alles gesehen. Option, warte, ich mache gerade Musik aus. Freunde, ich schwöre auf das Leben von allen, die ich kenne, das hier ist kein Fake. Wie kann das denn funktionieren? Okay, wenn man das jetzt noch abbauen kann, wir probieren es aus. Freunde, dann muss ich aber komplett los. Okay, zack, zack, mit Behutsamkeit. Game Mode Survival. Okay, seid ihr bereit, Freunde? Dann baue ich jetzt ab in 3, 2, 1... Okay, ist weg. Freunde, wir hatten einfach einen Schweinespawner. Ich dachte, Real Talk, das ist der komplette Clickbait, dass sowas überhaupt nicht geht. Aber es ist einfach da. Es war einfach da, Freunde. Irgendjemand muss in Minecraft das extra gemacht haben. Irgendein Programmierer oder ein Hacker oder irgendwas. Weil normalerweise gibt es sowas überhaupt nicht, Freunde. Auch wenn wir jetzt nochmal gucken. Schwein. Es gibt nur zum Spawnen Schweineeier. Spawn. Du kannst ja nicht mal, man kann ja nicht mal diese Spawner auswählen. Ich komme Real Talk nicht klar. Weiter geht's mit dem nächsten Seed und da sollen wir das wohl größte random generierte Nether-Portal finden. Mit der Besonderheit, wenn man reingeht, landet man im wohl größten Bereich vom Nether, den es überhaupt nur gibt. Aber ob das stimmt oder nicht, das finden wir jetzt raus, Freunde. Ihr seht schon, wir sind wieder komplett ready. Ich glaube, ich bin wieder in der 1.16.5 jetzt aktuell. Wir haben nochmal geändert. By the way, lasst mal bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das Video ist so viel Aufwand, diese ganzen Minecraft-Versionen hin und her. Aber Freunde, wir wollen jetzt rausfinden, ob das Ganze stimmt oder fake ist. So, wir gehen ganz kurz wieder hier auf Seed eingeben und geben folgenden Seed ein, Freunde. Ihr seht im Hintergrund, ihr könnt, wie gesagt, bei jedem Seed mitprobieren. Und dann würde ich sagen, machen wir schnell noch auf Kreativ und erstellen direkt die neue Welt. Ich muss wieder einstellen, dass alles ein bisschen kleiner wird. Aktuell ist riesig. Und wir sind direkt in der Welt, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, die Welt sieht schon mal so aus wie bei dem YouTuber. Genau so sah die Welt auch aus. Und er ist auf jeden Fall, hier war das Schneebiom in die entgegengesetzte Richtung. Und dann sollte gleich irgendwann ein Berg kommen, wo das Portal drin ist, Freunde. Wo wir quasi das Portal direkt sehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit der geflogen ist. Aber okay, ich glaube da hinten. Es soll wohl das größte random gespawnte Nether-Portal sein. Normalerweise, ihr kennt selber, die stehen irgendwie mal unten irgendwo rum. Man kann da hingehen. Meistens gibt es sogar noch einen Goldblock oder eine kleine Kiste. Aber das Portal, wovon wir jetzt reden, soll wohl doppelt oder fast schon dreifach so groß sein. Das muss hier irgendwo sein, Freunde. Okay, Moment, ich werde es gleich finden. Okay, Freunde, irgendwo hier. Okay, ich habe es gefunden. Oh mein Gott! Bro! Okay, da hinten ist es. Ich sehe jetzt schon zwei Goldblöcke. Und ich blende euch die Koordinaten mal ein, Freunde. 2210 und 1530 oder so ist jetzt am Ende. Und oh mein Gott. Bro, das ist ja insane groß. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dass sowas random rumsteht. Okay, eine Kiste. Goldapfel direkt. Bisschen Stuff. Warte mal, gibt es hier eine zweite Kiste? Wir machen mal ganz kurz Game Mode. Spectator, Freunde. Wir gucken mal kurz hier unten runter. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nur eine Kiste. Aber hätte ja sein können, Freunde, dass man so einem riesen Portal direkt zwei gibt. Okay, wir gehen wieder in den Kreativmodus. Dann würde ich sagen, wir labern auch nicht lange drum herum. Weinendes Obsidian müssen wir wegmachen. Ganz wichtig, sonst funktioniert es am Ende nicht. Und wir bauen das Portal zu Ende. Bro, zwei Goldblöcke oben drauf. Und jetzt gönnt euch mal, wie groß dieses Portal ist. Random gefunden. Das ist nicht gespawnt oder mit Mods oder irgendwas. Junge, das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir kloppen mal alles aus dem Inventar raus, Freunde. Und dann würde ich sagen, oh, warte, Feuerzeug haben wir weggemacht. Holen wir das Feuerzeug direkt in die Hand und aktivieren das Nether-Portal, Freunde. Wenn ihr bereit seid, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Wir starten rein. Ich aktiviere es jetzt und let's go. Boah, Freunde, okay.
Jetzt drückt mir bitte die Daumen. Wenn jetzt das aus dem Video kommt, dieses riesen Nether-Ding, dann wäre das so krass, Freunde. Wir gehen direkt, wir bleiben im Game-Mode, weil er ist direkt auch geflogen. Bitte, bitte war es real. Okay, wir gehen rein, Freunde. Und let's go. Bruh. Ja gut, hab ich gesagt. Das ist bei ihm im Video ganz anders. So. Ja gut, das hab ich aber. Bro, was ist das denn? Oh mein Gott, es war einfach fake. Es war einfach fake, Freunde. Hier ist nirgendwo der riesige Nether-Bereich. Erst ins Nether reingekommen und ihr habt es ja gerade vorne gesehen beim Pre-Intro. Da war direkt bam, Alter. Das war riesengroß. Aber okay, vielleicht war es ja nur so halb fake. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Vielleicht befindet sich der hier noch irgendwie in der Nähe. Okay, da unten vielleicht. Okay, die Farbe ändert sich hier. Weil je nachdem, wenn wir das Portal jetzt abbauen und woanders aufbauen, könnten wir trotzdem da rauskommen. Okay, eine große Höhle haben wir schon mal. Relativ nah sogar noch am Portal dran. Kleine Bastion. Ah ne, Schwachsinn, das ist ja die Festung. Hier ist eine kleine Bastion. Aber Freunde, weiß ich nicht. Also das sieht mir jetzt nicht nach dem aus dem Video aus. Hey Mann, ich hätte mich so gefreut, wäre das hier gewesen, ne? Das sah so krass aus. Okay, ein klein bisschen gucken wir hier noch. Aber nee, Leute. Das ist es leider, leider nicht. Wobei ich sagen muss, dass es auch cool aussieht. Es ist auch relativ groß. Aber hat leider nichts mit dem YouTube-Video zu tun. Deswegen, was soll ich sagen? Fake. Aber Freunde, machen wir weiter mit der Skelettinsel. Diese Insel ist nämlich mitten im Ozean und die einzigen Bewohner dort drauf sind lebendige und tote Skelette. Neben vielen Spawnern soll dort unter anderem auch ein Skelettpferd gesichtet worden sein. Aber ob das Ganze nur Clickbait ist oder real, das finden wir jetzt raus. Deswegen let's go, Freunde. Ihr seht es im Hintergrund. Ich habe mir die Minecraft Bedrock Edition 1.16.0. keine Ahnung was runtergeladen. Deswegen das ganze Overlay sieht anders aus. Aber wir starten direkt rein. Mit einer neuen Welt, Freunde. Und nennen es einfach nur die Insel. Mit dem Seed 12537 und so weiter. Ihr seht ihn jetzt gerade eingeblendet, Freunde. Okay, ich mache das hier gerade das erste Mal. Ich habe das Overlay noch nie gesehen. Wir machen auf jeden Fall Kreativmodus, damit wir fliegen können. Okay, und den Rest lasse ich jetzt einfach erstmal so, wie es ist. Da würde ich sagen, fackeln wir nicht lang drum herum, Leute. Let's go auf die Skelettinsel. Sieht so anders aus, denn alles lädt jetzt hier wegen dieser Bedrock-Edition. Oha. Okay, Freunde, wir sind direkt im Game-Mode und wir sind direkt auf einer Insel, aber nicht auf der Skeletteninsel, denn da drüben ist sie, Freunde. Ich kann nicht ranzoomen, weil ich keine Zooms, keine Mod drin habe, das ist so nervig. Aber ihr habt es ja gerade schon gesehen, die Insel fällt auf, weil es die einzige ist, die leuchtet oder Beleuchtung hat. Und das sollte die da vorne direkt sein. Okay, ich sehe da hinten noch ist ein Villager-Dorf. Aber Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum, wir fliegen direkt rüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob da wirklich alles voller Skelette sind. Und ich sehe jetzt schon welche. Hier am Strand, es leckt irgendwie alles ein bisschen bei mir. Hier am Strand und überall Skelettköpfe. Was? Okay, Freunde, ich bleib mal im Game-Mode, weil ich glaube, wenn ich jetzt rausgehe... Bro, wie viele Skelette sind denn hier? Ein Skelettpferd! Was? Bro... Überall Skelettköpfe. Okay, da hinten sind richtig viele. Okay, Freunde, wir gehen mal runter zum Strand. Okay, gleich 4 Stück. 5 Stück sogar. Da unten war noch ein kleiner. Und Freunde. Und... Yo. Was geht denn jetzt ab? Auf Wither angelehnt, oder was? Halt ohne Wither-Köpfe, sondern mit Skelettköpfen. Oh mein Gott, hier überall sind so Zäune mit Skelettköpfen drauf, überall Fackeln, überall Lagerfeuer. Aber was wir noch abchecken müssen, anscheinend sollen auch überall Skelettspawner sein. Und zwar komplett random auch gespawnt. Okay, wir gehen mal hier in diese Höhlen rein. Weil ihr wisst selber, Freunde, selbst wenn man faken will, man könnte die Dinger nicht faken. Bro, einfach ein Skelettpferd. Ich weiß gar nicht, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie selten das Ding ist. Aber okay, wenn es nicht hier auf der Insel ist, wo soll es dann sein, Freunde? Okay, aber ich glaube, das zieht sich so einmal komplett drumherum, dass hier überall so Skelettköpfe sind. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite von der Insel. Auch nicht wundern, wenn es ein bisschen leckt. Das liegt hier an dieser Bedrock-Edition, Freunde. Ich habe echt gar keinen Plan. Okay. Ganz viele Skelette. Überall sind Köpfe. Egal, wo man hinguckt, sind Skelettköpfe. Dann, jo, okay. Ganze Familie gefunden. Jo, wie viele sind denn das?
Oh mein Gott. Aber okay, Freunde, ich will jetzt unbedingt noch einen Spawner finden. Hier müssen ja Spawner sein. Okay, hier geht's schon mal rein. Dann würde ich sagen, gehen wir da einmal in die Höhle rein. Okay, da kommen auch noch Skelette entgegen. Und da haben wir den ersten. Und okay, Freunde, natürlich, was hätte es auch sonst sein sollen? Da haben wir den ersten Skelett-Spawner. Okay, was haben wir in der Kiste? Es sieht so komisch aus mit dieser Bedrock-Edition. Aber okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Spawner, Freunde. Okay, wir gehen mal weiter. Hier müssten theoretisch noch viel, viel mehr Spawner sein. Okay, auch wieder Skelettköpfe. Okay, ich würde sagen, sogar unter Wasser ein Skelett. Warum stirbt das nicht? Hä? Okay. Ich würde sagen, wir graben uns mal ganz tief runter bei dieser Skelettinsel. Einfach zum Abchecken. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier Game Mode Spectator? Ja, Freunde, gibt es hier nicht bei Bedrock. Ich blicke hier gar nichts durch. Okay, wir müssen aber schon lange da sein, oder? Ich gehe mal hoch. Okay, wir sind jetzt genau auf der Insel. Ich baue mich jetzt einmal bis zum Bedrock runter. Einfach nur, um zu gucken, ob hier noch irgendwas kommt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine XXL... Skeletthöhle? Nee, anscheinend nicht. Okay, Freunde, eine Höhle gibt's keine, aber trotzdem krasser Seed. Einfach einen Seed mit einer Skelettinsel, wo überall so Skelettköpfe gespawnt sind, dies und das. Jetzt stellt euch mal vor, der Erste, der das damals gefunden hat, der random eine leuchtende Insel sieht in seiner Singleplayer-Welt und da sind plötzlich überall Skelette und Totenköpfe auf dem Boden und keine Ahnung was. Das ist schon krass und ich glaube generell, der Seed ist ganz geil. Da hinten ist ein Pillager-Spawn, da hinten ist ein Villager-Dorf, da hinten war, ich glaube, eine Wüstenfestung, habe ich eben noch gesehen. Genau, da ist auch noch so eine Wüstenfestung. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich glaube, ich habe auch schon lange nicht mehr so lange den Minecraft-Video aufgenommen wie die heutige Session hier. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde, falls ihr noch eine zweite Folge haben wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Wow. Das ist ein Zombie neben mir, ey, ich baue mich in den Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier, auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach, ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und